Hallo? Und ich finde es ja schon irgendwo cool von der Atmosphäre her. Auch so mit dieser Taschenlampe. Finde ich schon nice gemacht. Aber ist halt... Ey! Wenn ich schon wieder... habe ich nicht so viel Lust. Okay. Hier müssen wir hochklettern. Wo sind wir hier? Im... In so einem Leichenschauhaus für Puppen. Hey, ho. Die haben keine Angst vor dem Licht. Ich dachte, die Hände wären auch so ein bisschen. Aber anscheinend nicht. Na gut. Nehmen wir hier dieses Rohr. Dafür ist es ja da. Komm her hier. Wo ist die Hand? Komm her, Hand. Hand. Ich schlag dir ins Gesicht. Ja, Hand. Nein. Nein. Ja. Noch mehr Hände. Ja. Komm raus, Hand. Komm, trau dich. Trau dich, mein Freund. Trau dich. Ich hau dir aufs Gesicht. Auf die Fingerspitzen kriegst du. Okay, das war's. Keine Hand mehr. Das ging ja sogar einigermaßen gut. Taschenlampe. Warum leuchtet er jetzt diese komischen Gesichter? Was bist du denn? Was war er denn für eine Made? Willst du woanders hingehen? Geh mal weg. So. Okay, er ist beschäftigt. Sollte ich nicht die Taschenlampe anmachen? Ich wollte ja auch sprinten. Er nimmt einfach den. Er nennt der Hausmeister bestimmt. Ja. Er sieht sehr nett aus. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich muss mich. Wohl ins falsche Kärtchen geschaut.
Ja, guck ruhig da nochmal drunter. Guck. Ja, ja, mach, machen, Lucky Lucky. Du siehst mich nicht, ne? Ein Viech, ey. Ey, bitte komm jetzt nicht wieder zurück. Bleib doch einfach da, wo du bist. Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwas gegen dieses Tor schmeißen. Na, tolle Wurst. Das heißt, ich muss nach da hinten, also... Ne, da ist halt so ein Spielzeug. Das würde bedeuten, dass er hier oben weg müsste. Habe ich hier noch irgendwas, womit ich was schmeißen kann? Habe ich nicht. Kann der einfach wieder weggehen? Nein, natürlich. Warum sollte er weggehen? Warum auch? Ich guck dich mal da hinten um. Mach mal deinen Style. So, wir nehmen jetzt uns... Ja, was nehmen wir eigentlich mit? Nehmen wir jetzt den Affenkopf mit oder nehmen wir... Oh, ich warte lieber. Es ist mir zu risky, wenn der jetzt... Weil der grabbelt ja hier über die Decke und so. Wo guckt der denn jetzt hin? Ganz da. Ich hab ein Spielzeug. Ist mir egal, ich hab ein Spielzeug. Wehe, du machst jetzt das Bett hoch. Dann raste ich aus. Also dann ist wirklich Rage Quit fast incoming. Also dann ist ja, wenn der jetzt hier anfängt, hier irgendwelche Dinger nach oben zu nehmen. So ekelhaft das Ding, ja. Aber wirklich. Nicht gibt's. Abgelehnt. Durchgezogen wird. Ja, ich gebe mein Bestes. So, und damit, falls ich mich verwerfe. Das war nicht gut. Das war nicht clever. Ich wollte gerade sagen, es war nicht clever, dass ich direkt darunter gegangen bin, weil er guckt als erstes unter dieses Bett. Oh, wait a second. Was für ein nicer Save Point. Jetzt guckt er nicht unter das Bett. Surprise, surprise. Jetzt wabelt er einfach da so durch. Er erwartet uns einfach im nächsten Raum. Weil er uns so gerne hat. Obwohl, wir gehen ja nach oben, wir gehen ja gar nicht nach rechts. Obwohl, warte mal, ist der jetzt auch nach oben gegangen? Das wäre... Oh nee, wir gehen doch nach rechts. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir gucken mal, wohin uns das Ganze führt. Ja, mit seinen Wurstfingern. Einfach da in diesen Dingern drin. I don't know.
War das jetzt richtig? Okay, wir schleichen mal. Ich habe ein bisschen Angst. Obwohl, wenn er da normal läuft, dann ist eigentlich nichts Schlimmes dabei. Ist ja gar nicht laut. Gar nicht laut. Was kann ich jetzt hier machen? Warum drückt er mich denn jetzt da rein? Was ist... Ach so, das soll so. Okay. Was machen wir jetzt hier? Wo geht's hin? Oh, da oben ist der Schlüssel. Das heißt, ich muss irgendwie, wahrscheinlich. Mal, kann ich dich nehmen? Ja. Ich verstehe, ich muss mir hier sowas bauen, damit ich Step by Step hier hochkomme. Genau. Jetzt wahrscheinlich hier drüben, dann habe ich so einen Adventure-Map-Modus mäßig, glaube ich. Wo ich dann von, das ist auch makaber, von Leiche zu Leiche springe. Ist das richtig? Nein. Nimm doch. Spring hier hoch. Jetzt hier hoch. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nicht dahin. Sehr gut. Ah, okay. Wait, wait. Haben wir? Nein, warte. Wir brauchen Anlauf. Anlauf, Anlauf. Sprinten. Ja, aktiviert. Jumpen. Hohohoho, das war eine knappe Nummer. Aber wir haben es geschafft. Jetzt hier runter. Schlüssel nehmen. Und auf jetzt wieder nach hinten. Okay, cool. Einfacher als gedacht. Jetzt gehen wir hier wieder rein und... Hüpf! Lassen wir uns jetzt wieder zurückziehen. Ja, manchmal kann es auch einfach gehen. Zwar selten bei uns, aber... Es kommt auch mal vor. Okay. Was ist hier unsere To-Do? Da oben ist ein Ausgang. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich hier wieder hochlaufen. So, jetzt nach oben, 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 oben. Ja, was? Und hier durch, aber mein Kumpel kommt nicht mit. Warum kommt mein Kumpel jetzt nicht mit? Ich habe ein bisschen Schiss. Also. Das muss doch einen Grund haben. Ich spring nochmal runter. Normalerweise folgt er mir überall hin. Aber warum diesmal nicht? So, komm mal hoch. So, folgt mir mal. Ja, sehr gut. So, dann springen wir hier rüber. Ja, ja. Spring, oh Gott, hier rüber. Aber nicht so, sondern mit mehr Anlauf. Bleib doch oben. Mann, ey. Du warst doch schon richtig. Warum musst du mir denn jetzt quasi nach unten folgen? Das muss doch nicht. So. Normal, springen. So, dann springen, jumpen, rüber. Sehr gut. Und jetzt hier durch. Ja, geht doch. Geht. Geht doch, geht doch, geht doch. So. Aber ich hoffe, dass wir jetzt den großen
ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Wurm, Mehlwurm, I don't know. Und da ist er wieder. Selbstverständlich brauche ich die Sicherung da hinten. Ohne dass er mich sieht, logischerweise. Okay. Kann ich ihn irgendwie ablenken, dass ich ihn von dieser Area, also von der da hinten, irgendwie in diese Area kriege? Ist es möglich, dass wir hier hinten Lärm machen? Oh, warte mal. Damit er abgelenkt ist. Ja. I see. Wie komme ich an diesen Hebel ran? Den Hebel komme ich bestimmt hier drüber ran? Nein. Okay, anders. Komme ich hier oben? Wo geht's hier oben hin? So, und von hier oben kann ich bestimmt... Ich hab keine Ahnung. Muss es schnell gehen? Muss es nicht schnell gehen? I don't know. What is... Kann ich hier hochspringen? Ich kann hier hochspringen. Ich kann auch... Ja. We made it! Wir haben es geschafft! Okay, wir haben es nicht geschafft! Oh Gott! Lauf! Ja, also wir laufen jetzt! Ich wollte mich zuerst verstecken, aber verstecken bringt nichts. Ich bin falsch abgebogen. Scheibenkleister. Ich wusste nicht, dass ich nach unten muss.
war sehr knapp gerade. Sehr, sehr knapp. Lass mich doch. Wir fackeln hier jetzt ab, aber sowas von, meine Freunde. Es ist jetzt Ende Gelände. Hier ist vorbei. Der legt da sich schön hin zum Ende auf, ja. Ciao, Kakao. Auf Wiedersehen. Okay, er ist jetzt Geschichte. Wir müssen diesen Hebel. Komm mal her. Ich brauche deine Hilfe. Oh, was für ein Stress, aber wirklich. Also wirklich, wirklich. Ich dachte, jetzt geht das Tor auf. Oder. Kommt jetzt ein Fahrstuhl? Es kommt ein Fahrstuhl. Na gut. Mal wieder Fahrstuhl fahren. Interessant. Oh, bitte jetzt nicht mehr so viel. Also. Ich will jetzt. Also, ich meine, den einen haben wir jetzt erledigt, aber. Wir haben ja noch die Puppen. Und wer mag keine gruseligen Mannequins, Puppen, Schaufenster, Viecher? Oh, bitte, wir sind durch, bitte. Ja, einfach nur ja. Yes. Yes. Kapitel abgeschlossen, ich freue mich ein wenig. Etwas. Oh, cool. Mal gucken, was unser nächster Endgegner ist. Wobei, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass die Erzieherin da mit dem Giraffenhals, dass die uns irgendwann... Wir haben die nicht erledigt, oder haben wir die erledigt? Geil, fast ohne Burnout. Was passiert? Hä? Die Stadt fällt auseinander. Ja, ist ja gut. Okay, jetzt gehen wir Treppen laufen. Was ist denn mit den Menschen passiert, dass die so komische Gesichter haben? Okay. Einfach okay. Warum trittst du ihn denn? Der Arme, der kann doch nichts. Also der hat doch, ist doch, finito. Geschichte. Scheiße. So, okay. Treppe. Nach oben, dann wahrscheinlich rüberspringen. Hier rüber. Dann hier rein. Spielt er Verstecken? Also zählt er gerade runter und sagt, 1, 2, 3, ich komme? Der giert durch einen Spalt da, oder was? Und guckt Fernsehen? Also okay, wenn das genau das ist, was du möchtest, dann mach es. Aber ich könnte anders Fernsehen mir vorstellen. Zum Beispiel Fernsehen in der Badewanne, also, aber der Fernseher in der Badewanne, nicht irgendwo anders, sondern wieder.
du, jeder das sein, ne? Also, wenn du daran Spaß hast. Don't try this at home. Also bitte mach das nicht. Bitte, wirklich, mach das nicht. Okay. What is the plan? Wir wollen wahrscheinlich irgendwie in den Fahrstuhl den Hebel ziehen. Weil wir nach da oben hin wollen. Das heißt, wir springen einmal hier runter. Okay, springen hier nochmal runter. Und er sagt dann einfach, okay, dann springen wir hier hin. Ich dachte, wir fahren nach oben und nicht nach unten. Hey, Black War. Hallo. Herzlichen Dank, dass du heute hier eingeschaltet hast. Und ich muss anscheinend, während er fährt, rüberspringen. Das finde ich ja jetzt mal semi... Achso, hätte ich ja trotzdem machen können. Okay. Wait, wir müssen es timen. So, wir timen. Jump around! Also, das war timing-technisch, war das gar nicht mal so schlecht. Mahlzeit! Das war sogar... Also, ich... Ne, ich will mich jetzt zwar nicht selbst loben, aber das war schon timing-technisch... Schon sehr gut. Warum habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt hier rum... Ich verstehe. Okay, wir müssen irgendwo den Schlüssel herholen. Na gut. Jetzt ernsthaft? Das war jetzt der Schlüssel? Okay. Das ging jetzt recht schnell und simpel. So, können wir hier... Kannst du mir hier Hilfestellung geben? Dankeschön. Was macht der Hebel? Okay, keine Ahnung. Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch nach oben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier hin? Hier hin? Nein. Müssen wir hier hin? Auch nicht. Hä? Ach so! Chat, ich hab's. Chat, aufgepasst. Wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl wieder nach unten. Hüpfen quasi, während er fährt. Einfach hier raus. Das war knapp. Ich wollte eigentlich springen, aber es hat nicht geklappt. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder dahin, wo wir, ne, wie wir vorhin nach da oben gekommen sind. Und rufen den Fahrstuhl. Und dann hüpfen wir quasi auf das Dach nach oben. So die Theorie. Damit wir dann eine Etage höher kommen. Gucken wir. Manchmal, aber auch nur, also selten, aber manchmal denkt der Benny auch mit. War selten, aber wie gesagt, manchmal hat auch der Benny einen kleinen Gedankenblitz.